Durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Na Bend. Schön, euch hier zu sehen an diesem linden, lauen Abend, der hoffentlich trocken bleibt, jedenfalls von oben. Wir sind heute hier zusammengekommen, um uns über einen Film, über einen Star zu unterhalten, über die Situation von unseresgleichen im Allgemeinen und über einen Macher hinter den Kulissen. Aber lasst mich erst mal sagen, dass ich mich freue, euch wieder unverstellt und unmaskiert vor mir zu sehen. Es geht heute Abend in der Hauptsache um Udo Lindenberg und um seinen neuen Film. Dazu fällt mir bestimmt auch eine ganze Menge ein, weil ich Udo Lindenberg schon sehr, sehr lange kenne. Aber ich möchte jetzt einen Mann vorstellen, der ihn noch nicht ganz so lange kennt, aber dafür mit Sicherheit viel, viel besser. Es ist eine dieser wichtigen Gestalten hinter den Kulissen, die dafür sorgen, dass wir Hanseln da vorne am Bühnenrand überhaupt zurechtkommen. Die Strippenzieher, die Macher, die meistens nicht im Licht der Öffentlichkeit stehen, aber die alle Fäden in der Hand haben. Dieser Mann hat ein reichhaltiges Betätigungsfeld oder mehrere schon in seinem Leben hinter sich gebracht. Er ist Journalist, er ist engagierter Entwicklungshelfer, er führt den Vorsitz bei Stiftungen, er ist unter anderem, aber das ist vielleicht jetzt das Wichtigste, ich würde mal sagen, der Organisationsleiter von Udo Lindenberg. Er ist ganz nah an Udo Lindenberg dran. Udo gibt es quasi nicht ohne ihn. Und wenn einer Bescheid weiß über Udo Lindenberg, dann er. Bitte begrüßt mit mir Arno Köster. Ja, hallo, schönen guten Abend. Hallo, lieber Arno. Ich habe eben schon ein bisschen was aufgezählt, was du so alles gemacht hast, was mir aus dem berühmten Waschzettel so schnell ablesbar war. Man bekommt ja immer eine Kurzinfo, biografische Eckdaten über die Menschen, mit denen man sich unterhalten darf. Was Wichtiges habe ich vergessen? Es kommt immer darauf an, wer dich gebrieft hat. Ja, also nein, du hast es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Es war irgendwo in der Presse kommt immer, dass ich Udos Manager bin. Das ist natürlich Quatsch. Udo ist sein eigener Manager, aber er ist jemand, der groß delegiert und das den Leuten auch immer, die Leute lässt in den Bereichen, in denen sie dann tätig sind. Insofern hast du es super beschrieben. Also war das Wort Organisationsleiter dir ganz genehm? Ja, ich glaube schon. Wenn für was sorgst du denn alles, damit die Menschen sich das mal vorstellen können? Ja, so was ist alles dein Geschäftsbereich? Also ziemlich für alles. Also ich bin in erster Linie mal Anlaufstelle, also Presseanfragen kommen zu mir, irgendwelche anderen Anfragen kommen zu mir. Ich bin auf Tour, bin ich der Fahrer. Also, ach, der Fahrer auch? Ich fahre ihn. Und was für uns ganz gut ist, weil wir haben, sonst Udo ist ein Mensch, der sehr umtriebig ist, wie du weißt, wenn wir Sachen absprechen müssen über die Stiftung oder so am Telefon, ja, ich rufe dich morgen nochmal an. Im Auto ist es wunderbar. Wir können da fahren, können uns stundenlang austauschen über Gott und die Welt und Projekte überlegen. Ich brief ihn über die Stiftungsarbeit und es ist fantastisch. Ja. Und wenn du sagst, das Wort Organisationsleiter oder Mädchen für alles ist dir lieber. Er ist sein eigener Manager. Was heißt das genau? Also welche Dinge lässt er sich auf gar keinen Fall aus der Hand nehmen? Oder ist er gar beratungsresistent? Oder wie würdest du es beschreiben? Also zum ersten Teil der Frage, er lässt sich so gut wie keine Dinge aus der Hand nehmen. Was auch gut ist, wahrscheinlich ist er deshalb einer der wenigen großen Künstler, die ihr Geld noch zusammengehalten haben über all die Jahre. Weil es eben niemanden gibt, der da im Umfeld ist, das kennt man ja, solche Geschichten. Er ist nicht beratungsresistent, ganz im Gegenteil. Udo bringt mitunter auch manchmal Leute zur Verzweiflung, weil wenn dann schon mal was irgendwie steht, sei es Texte oder Projekte, dann wird immer irgendwie noch das Volk befragt. Ich zitiere Benjamin Stuckrad-Barre, das Volk ist ein Page im Hotel Atlantik. Und wenn der sagt, dieser Text, da musst du noch mal ran, verzweifeln alle anderen Berater, weil an den Text muss man dann noch mal rannehmen oder an das Projekt. Das heißt, nicht nur im inhaltlichen Bereich, sondern auch im Bereich der Darstellung, also Bühne oder so,
Ist er denn da überall kompetent? Kann er denn zum Thema Licht oder zum Thema Technik überall auch was sagen? Ich weiß, dass er ein gelernter Schlagzeuger ist. Und wer jemals bei Klaus Dörlingers Passport Schlagzeug gespielt hat wie er, der muss ja ein Instrument zumindest richtig gut können. Aber was kann er denn sonst noch, was hat er sonst noch gelernt? Ich glaube, oder alles Autodidakt? Ich glaube, in fast 50 Jahren Geschäft lernt man fast alles. Also Udo ist erstaunlich, er ist in jedem Bereich irgendwie kompetent. Wobei es aber dann so ist, wenn er weiß, Licht, da hat er eine Vorstellung, wie wahrscheinlich du auch arbeitest, so und so hat die Bühne auszusehen. Wenn es dann ums Detail geht, welche Scheinwerfer man da nimmt und welche Effekte, dann gibt es natürlich Berater. Und auch mit Günter Jeckle und unserer ganzen Crew, eine fantastische Crew. Ach, Günter habt ihr immer noch? Günter Jeckle ist immer noch dabei. Das ist eine fantastische Crew, die dann aber eben auch von ihm gelassen wird. Also das heißt, er hat die Idee wird weiterentwickelt und dann kommt noch eine Idee von der Crew und die wird integriert. Und er nennt das immer schön Basisdemokratie und ich kann aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, das ist tatsächlich so. Also da wird noch der letzte Caterer gehört. Nur zu meinem Aufschrei eben, Günter Jeckle war auch mal mein Lichtchef, die Branche ist also doch, ich will nicht sagen klein wie ein Dorf, aber es gibt doch immer wieder Möglichkeiten, sich zu treffen. Und mein Verhältnis zu Udo ist ein sehr spezielles, weil ich mich manchmal ihm gegenüber fühle wie der Karlsruher Sportverein gegenüber FC Bayern München. Ich bin nämlich sein Ausbildungsverein. Im Lauf der letzten 40 Jahre habe ich 4 Musiker an Udo Lindenberg abgeben müssen, die mir weggekauft worden sind, aber trotzdem hat es unsere Freundschaft nicht belastet. Ja, und ich glaube, ihn bereichert, weil es waren ja fantastische Musiker. Henrik Schaper, Jörg Sander, viele zum Beispiel sind jetzt bei Sohan uns. Sohan Grujowski und Micky Stickdorn, also ein Schlagzeuger, auch. 2 Gitarristen und ein Keyboarder bin ich an Udo losgeworden. Aber ich habe eben auch viel von ihm gelernt, weil er bereits bei meinem allerersten Album im März, April 81 in Hamburg auftauchte. Das Album wurde gemacht im Studio von Otto Walkes. Das hieß damals Rüsselstudio und war so eine Anlaufstelle, so eine Oase für Musiker und Szeneleute, um einfach auch mal abzuhängen, Billard zu spielen, Musik zu hören und so zu gucken, was sonst so passiert. Und wir nahmen da unser erstes Album auf und auf einmal geht die Tür auf und Lindenberg kommt rein und sagt, er möchte gerne mal zuhören, legte sich aufs Sofa und gab uns dann auch Tipps. Das war natürlich für uns Provinz-Heinis aus Südniedersachsen etwas schon sehr Besonderes und wir dachten so, jetzt sind wir angekommen, jetzt haben wir es geschafft. Ja, das war dann sehr nett. Gut, aber nochmal zu dir, bevor wir uns mit dem Film Anspruch und Wirklichkeit und noch mit mehr mit Phänomen Udo beschäftigen. Du bist natürlich jemand, als an einer wesentlichen Stelle mitgestaltend einen großen deutschen Star, der sehr viel auch mitbekommt von dem Zustand unserer Branche jetzt durch die Krise. Was geht dir da als erstes durch den Kopf, wenn du die Medien dir anschaust, wie man über uns spricht, / nicht spricht? Also was mich am größten geärgert hat an der ganzen Diskussion ist, und das möchte ich jetzt nicht abwerten, dass man natürlich über Berufe redet, die systemrelevant sind. Das ist eine Geschichte, mein Vater sitzt selber im Altenheim, ich finde diese Leute schon seit 10 Jahren, 20 Jahren systemrelevant, warum muss das jetzt auf einmal systemrelevant sein? Das mal zum einen. Und Kultur ist auf einmal nicht systemrelevant. Das wird ja diese Diskussion, die da geführt wird, oder so zumindest das entnehme ich der Presse und auch aus manchen Artikeln. Ich finde, Kultur ist sowohl systemrelevant als auch notwendig für eine Gesellschaft, mal unabhängig von den ganzen Arbeitsplätzen, die dranhängen. Und es sind sehr, sehr viele Arbeitsplätze. Und ich war neulich wieder baff, als ich im Fernsehen hörte, dass das einer der Hauptsektoren von Beschäftigten ist. Also natürlich Autoindustrie über allem, aber dann ziemlich bald wurde auch genannt, alles, was mit der Kulturindustrie zusammenhängt. Ja, vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, viele Menschen. Wir reden immer nur über Klassik oder über Rock'n'Roll. Es geht um die ganze Eventbranche. Das sind Messebauer, das sind Leute, die Licht vermieten, das sind Leute, die Anlagen vermieten. Das sind natürlich die ganzen Leute dahinter. Im Übrigen die meisten alle selbstständig, das muss man auch mal dazu sagen. Auch so Leute wie Günter Jeckle, gestandene Techniker, gestandene Busfahrer und so weiter, die natürlich jetzt alle so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und was ich eigentlich sagen will, ist, es gibt diese Trennung nicht zwischen der Autoindustrie und unserer Industrie, denn unsere Entertainmentbranche greift in alle viele Bereiche rein, weil auch eine Firma, Porsche, Audi, VW, wie sie alle heißen, Hotelbranche, müssen irgendwann mal eine Präsentation machen, eine Produktpräsentation. Firmenevents, Incentives, alles solche Geschichten, das hängt alles dran, das sieht man immer nicht. Also es ist nicht nur der Rock'n'Roll, sondern es ist eine, die Leute im Hintergrund, so wie ich auch, es ist eine ganze, ganze Branche, die da gerade droht, auf Deutsch abzukacken.
Ja, ich habe gehört von meinem Freund Purple Schulz, mit dem ich lange gemeinsam auf einer Neverending-Tour, so schien es, unterwegs war. Der ist in Köln im rheinländischen Raum sehr gut vernetzt mit vielen, vielen Kollegen. Und er hat gesagt, wenn sich nicht sehr, sehr schnell etwas tut, dann hat er den Eindruck, dass nächstes Jahr die Hälfte von uns ausübenden Künstlern nicht mehr da sein wird. Die werden dann Kellnern, Taxifahren, irgendwas anderes tun müssen, nicht mehr Kunst machen können. Und das trifft natürlich für die an uns dranhängenden Techniker noch mehr zu, denn die haben ja keine GEMA-Einnahmen. Die leben ja wirklich oft von der Hand in den Mund. Man muss es so krass sagen, wie es ist. Und für die müsste eigentlich auch was getan werden, ne? Ja, das ist der Punkt. Das wird immer vergessen. Da wird natürlich geredet mit, es gibt diese Förderung für ein Unternehmen und sie bekommen auch ALG 2 momentan. Und da wird auch nicht nachgefragt, ob man Vermögen hat. Aber das kann man ja nicht ewig aufrechterhalten. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt so weiterläuft, bis es wieder ist. Irgendwann werden die gefragt, ob sie denn ein Vermögen haben. Dann geht man da ins Eingemachte. Und ich kann dir ein Beispiel erzählen, ohne Namen zu nennen. Ich kenne Menschen, das sind gestandene Produktionsleiter, die machen seit 45 Jahren diesen Job, sind jetzt im normalen Leben, würde man sagen, kurz vor der Pensionierung, haben sich irgendwas angeschafft, weil sie jahrelang vielleicht 200 Tage im Jahr auf Tour waren und sind jetzt von 0 auf 100 ausgebremst worden. Da sind nicht viele Rücklagen. Die Rücklage, die es vielleicht gibt, ist eine Eigentumswohnung oder ein kleiner Bauernhof, wo man gedacht hat, wenn ich mal diesen Beruf nicht mehr mache, diesen anstrengenden, dann mache ich da meine Rente. Und all das ist jetzt, was unter Gefährdung steht. Auf jeden Fall. Beim Musiker geht's weiter. Ich habe gerade einen guten Freund verloren aus Mannheim, wo auch, du weißt das selber, wenn man ein kreativer Geist ist, du hast das eingangs gesagt, und man lebt vom Applaus der Menschen und von dem, dass man irgendwann mal wieder eine Perspektive haben kann, wann man wieder auf die Bühne kann, in dem so wie man es gewöhnt ist praktisch. Also das ist ja schon mal schön hier, dass es keine Autos mehr sind, aber normalerweise sind hier 10.000 Leute. Ja. Und das ist das Brot des Künstlers. Und diesen Menschen gibt man aber keine Perspektive, wann man dieses Brot wieder essen kann. Und dann muss man eben noch sehen, dass so feine Unterschiede gemacht werden in den Stellungnahmen. Ich habe mich sehr gefreut über den großartigen Schauspieler Ulrich Mattes, als der im Fernsehen vor ein paar Wochen bei Hart aber fair seinen flammenden Monolog gehalten hat für die Kinos und für die Schauspieler. Aber da ist der Blick dann auch ein bisschen verengt, denn der Kollege Mattes, bei aller Liebe, sieht dann hauptsächlich die an den staatlichen Theatern fest angestellten Schauspieler. Wir, die wirklichen Freiberufler, ja, an uns denkt man dann doch zu allerletzt, muss ich immer wieder sagen. Und das erinnert mich an meine Zeit im Bundestag in der Enquetekommission Kultur in Deutschland, wo ich 3,5 Jahre gesessen habe, vor langer Zeit. Und da hatten wir einige Hearings mit Musikern aus dem Ausland. Und ich werde nie vergessen, einen polnischen Geiger, der an irgendeinem deutschen Orchester arbeitet und unter Tränen uns dort einen Vortrag gehalten hat, was wir für eine reiche, märchenhafte Kulturlandschaft haben in Deutschland, verglichen mit anderen Ländern auf der Welt. Und wie fahrlässig wir damit umgehen, wie wir sie verrotten lassen, weil, das ist ja der zynische Satz in der Politik immer wieder, Kultur hat nur die weichste Lobby, die anderen haben härtere Lobbys und sind einfach geübter im sich bedienen. Ja, und obwohl der Rock'n'Roll in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, ist es immer noch was Seltsames, diese langhaarigen Rock'n'Roller. Was Unseriöses. Was Unseriöses, genau. Was machen Sie eigentlich tagsüber? Ja, genau, ich baue Boxen auf und das ist genau der Punkt, das sind hart arbeitende Leute, die das über Jahre gemacht haben und du weißt ja auch, dass es von verschiedensten Initiativen, angefangen von Initiative Musik bis zum Bundesverband Pop, bis zum Bundesverband der Konzertveranstalter, zurzeit jede Menge Initiativen gibt, mit denen man auf die Politik zugehen will, aber es reagiert keiner. Es wurde überhaupt niemand eingeladen. Es gab vor ein paar Tagen ein Angebot eines großen Konzertveranstalters, Lieberberg, der gesagt hat, diese Großveranstaltungen sind unser Überleben und der hat der Politik vorgeschlagen, einen Versuch zu machen. Er hat gesagt, ich mache 3 Shows, eine mit 20% Auslastung, eine mit 30% und eine mit 60%. Dann, wenn nichts passiert, lasst uns bitte wieder 100 machen. Und da ist der Hintergrund dahinter, wer weiß denn besser, wie man Sicherheit schaffen kann in einer Location als Konzertveranstalter? Also besser als Marek weiß das niemand. Nein, eben. Und diese Menschen haben schon seit der Love Parade Sicherheitsauflagen in einem ganz anderen Zusammenhang. Das heißt, es wird auch wahrscheinlich klappen, Großkonzerte stattfinden zu lassen unter den jetzt herrschenden Auflagen. Und ich sag mal, man kann ja auch diese Corona-App nutzen, man kann seine Adresse hinterlegen, man kann Pakete schnüren, halb-halb oder so. Es ist immer noch eine freie Entscheidung eines Menschen, finde ich, ob er in so ein Konzert geht oder nicht. Aber man muss eben die Möglichkeit den Menschen geben. Das wäre sehr wünschenswert. Ich habe mich neulich... Applaus
sehr geärgert, als ich Marek in einem Mittagsmagazin im Fernsehen sah. Wir kennen uns seit Jahrzehnten und ich weiß, er ist ja wohl der größte deutsche Veranstalter überhaupt mit der meisten Erfahrung, seitdem wir Fritz Rau nicht mehr unter uns haben. Wenn einer weiß, wie das geht, dann er. Und er wurde in diesem Mittagsmagazin und man sah, wie er dampfte vor Zorn und vor Erregung. Er ist ein sehr vitaler Mensch, der sich sehr schön erregen kann. Und er wurde reduziert auf den einen Satz: Eine solche Krise haben wir noch nicht erlebt. Schnitt, nächster Beitrag. Das wird einem solchen Mann nicht gerecht. Andere Frage: Was ist dein Eindruck, gerade auch als selbst gelebt habender Radiomann, als praktizierender Radiomann, wie gehen die Medien, Radio und Fernsehen mit unserer Situation, mit unserer Musiklandschaft in Deutschland jetzt konkret um? Was ist da dein Eindruck? Da muss ich lange nachdenken. Mir fällt nichts ein, wenn du die elektronischen Medien meinst. Also die Frage ist, tun sie genug? Ja, nein, eben nicht. Das ist genau der Punkt. Und ich habe mir immer so, ich bin ja selber ein Radiomann und ich kenne ja auch die Philosophie dieser Leute. Wir haben vorhin so schön gesagt, Formatradio, obwohl da niemand sitzt mit Format. Nicht aber mehr. Das ist halt leider so. Mein Traum ist, und ich habe darüber auch gestern mit einem Kollegen gesprochen von einer großen öffentlich-rechtlichen Anstalt hier, dass man jetzt in der Zeit vielleicht im Fernsehen und im Radio ein Forum schafft, und zwar in den öffentlich-rechtlichen, weil das ist deren verdammte Pflicht in einem solchen jetzigen Moment, finde ich, ein Forum schafft, wo man Musiker spielt von kleineren Labels, wo man Musiker spielt, die sonst nicht stattfinden im Radio, wo man einfach Fläche gibt. Denn du weißt das selber, Fläche, damit verdient ihr Geld. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwie versuche, eine Nachtsendung, da soll doch der MDR seine Nacht hergeben beispielsweise. Und wir machen eine Videonacht mit solchen Künstlern und das wird wiederholt. Jede Nacht, dadurch entsteht eine Fläche und somit haben Künstler auch einen kleinen Teil über GEMA-Einnahmen, GVL und so weiter, von dem sie wenigstens leben können. Das würde natürlich bedeuten, dass das Radio grundsätzlich umdenken müsste von seiner Philosophie her, die letzten Jahrzehnte leider Raum gegriffen hat. Früher war Radio eine sehr kreative Veranstaltung. Und als ich vor der Wahl stand, Ende 80, Anfang 81, was mache ich nun? Da war selbst Radiomoderator, Musikjournalist im NDR, da in meiner Gegend, wo ich halt wohne, noch ein Traumberuf. Das war wunderbar, das war kreativ, da konnten Leute ihr Radioprogramm selber machen. Ich weiß nicht, liebe Leute, ob ihr das wisst, heutzutage ist ein Radiojournalist einer, der wie eine Marionette auflegt. Der bekommt eine Liste vorgelegt, diese Songs muss er spielen, die sind vorher in einer Computerkonferenz ausgewählt worden, Heavy Rotation nennt sich das, und ein Radiomoderator hat keine eigene Berechtigung mehr, jedenfalls nicht im Tagesprogramm, außer bei den Alibi-Sendungen, so nachts ab 11, das Programm wirklich frei zu bestimmen. Und es geht so weit, wenn ein Radiomoderator heute einen Titel spielt aus eigenen freien Stücken, der nicht auf dieser Liste steht, kriegt er eine Abmahnung und wenn er das dreimal macht, wird er entlassen. Das ist Radio heute. Und es gibt noch mutige Radios, das ist richtig. Es gibt Nischenradios, die das nicht so handeln. Aber ich kann dir beipflichten. Ich kann nur sagen, es hat mir ein Radiomann selber so erzählt. Ich kann dir da beipflichten, also zum Beispiel gab es in meiner Zeit damals noch das sogenannte Handpick, das man auch mal im Tagesprogramm machen kann, das geht jetzt nicht mehr. Aber gut, ich meine, das, was du beschrieben hast, ist für den Privatfunk, ist es wirtschaftlich. Man muss dieses Format machen, man verdient damit Werbegelder. Ich ziehe da so ein bisschen auf die Öffentlich-Rechtlichen, wenn man sich das hier anguckt. Ich liebe MDR Jump, muss ich dazu sagen. Ich habe viele, viele Freunde dort, aber wenn ich dieses Radioprogramm höre, kann ich es nicht mehr unterscheiden von einem Privatsender. Und das ist bei MDR Jump ganz besonders schlimm, wenn man das vergleicht mit anderen Stationen in Deutschland. Ich weiß, dass ich mich jetzt ganz schön in die Nesseln setze. Hoffentlich hört das keiner vom MDR. Aber ich komme zurück auf meinen Ausgangspunkt. Ich denke, gerade in Zeiten, wie wir jetzt haben, haben die öffentlich-rechtlich einen Auftrag. Das ist ein Bildungsauftrag und ein Kulturauftrag. Wenn man diesen Kulturauftrag in solchen Zeiten wie jetzt nicht zieht, wann dann? Ja, eben. Und es geht eben vor allen Dingen um die kleineren Kollegen, die normalerweise nicht so oft im Radio laufen, die nicht so viele Platten verkaufen. Wer verkauft heute noch viele Platten? Es ist doch klar, die Großen im Gewerbe, ich will jetzt hier keine Namen nennen, die können auch mal pausieren. Die gehen daran nicht kaputt, wenn sie ein, zwei Jahre lang nicht auf Tournee gehen können. Die haben nun wirklich genug Reserven. Die Kleinen erwischt es zuerst und für die muss mehr getan werden. Naja, die Frage ist, wie man klein definiert, das stimmt, aber ich sag dir auch die mittlere Ebene. Ja, gut. Ich kenne Musiker wie zum Beispiel einen Stefan Stoppock, kann man mal als Beispiel sagen, die über Jahre touren
Und mit diesem Mix zwischen Plattenverkäufen, die nicht so laufen, aber mit der Tour auf ein Monatsgehalt kommen, sage ich jetzt mal, was höher ist bei einem leitenden Beamten bei einem Finanzamt. Aber auch sowas ist schnell aufgebraucht. Das darf man nicht unterschätzen. Also deshalb ist man ja nicht reich. Ich meine, auch der leitende Beamte auf dem Finanzamt, der muss irgendwie immer wieder Geld reinbekommen, damit er seine Rücklagen schaffen kann. Und wenn das nur ein halbes Jahr wegfällt, geht man ans Eingemachte und dann wird es irgendwann auch eng. Das ist vollkommen klar. Ich meine ja nur, also abgesehen von den ganz großen Stars, da ist das alles nicht so tragisch. Was mich dann stört, bei manchen ganz Großen, ist diese gelassene Art, darüber zu reden, als sei das alles nicht so ein Problem. Das finde ich manchmal nicht so ganz furchtbar solidarisch mit den anderen Kollegen, denen es nicht so gut geht. Aber naja, wer da viel nachdenkt, sagt am besten gar nichts. Ja, es ist vielleicht auch so eine Art Elfenbeinturm, ohne das jetzt böse zu meinen. Also ich kenne viele Künstler, die kleiner sind, wie du sie nennst, sind halt auch manchmal näher dran am Volk, ist ja völlig klar. Die gehen morgens in die Bäckerei, mittags in die Metzgerei und abends in die Wäscherei. Das machen ja die Großen nicht. Nee. Und es hat mich schon sehr berührt, dass die Judith Holofernes neulich im Fernsehen gesagt hat, eine sehr nette Frau, mit der ich auch schon zusammengespielt habe, dass sie halt durch den Wegfall der Live-Situation jetzt alle wieder kellnern und Taxi fahren. Die haben keine Rücklagen und sie ist eben jemand, der nicht einfach mal ein Jahr die Luft anhalten kann. Und nun denke weiter, wie gesagt, ich möchte es immer noch auf die Ebene bringen, von den Jungs, die ich bei einem Udo-Gig treffe. Das sind die Jungs, die als allererstes in der Halle sind, die als letzter rausgehen. Das sind die Leute, die die LKWs, heute wären wir in Wien gewesen, die wären irgendwie ewig nach Wien gefahren mit diesen LKWs, hätten wieder aufgebaut, hätten wieder abgebaut. Die Techniker, die sich das lange im Vorfeld ausdenken, da hängen so viele Leute dran. Bei uns Menschen, die Kulissen bauen, Leute, die Pyrotechnik machen. Ja, all das steht still und ich möchte auch an diese Leute denken, weil das gilt für die genauso wie für Bands. Die müssen auch irgendwann wieder kellnern oder zum Arbeitsamt gehen oder verzweifeln. Natürlich. Ich habe es ja am eigenen Leib erlebt. Unsere Tournee sollte ja im April, Mai, Juni diesen Jahres sein, also jetzt so ungefähr zu Ende gehen. Dann wurde sie aufgrund der Krise sehr mutig auf September verschoben. Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass das auch nicht haltbar ist und dass es jetzt ein Jahr später stattfinden soll, im April, Mai, Juni nächsten Jahres. Und bei uns betrifft das auch ein Technikerteam von ungefähr 20 Leuten. Also es sind ja nicht nur die paar Figuren, die da auf der Bühne Musik machen, sondern es sind ja ganz wichtige Techniker für Licht, Ton und Transport, von denen wir abhängig sind. Und wenn die nicht gut arbeiten, dann kacken wir ab auf der Bühne und dann geht bei uns das Kabel nicht richtig rein oder hört keiner was. Also von denen hängen wir wirklich ab, wie Astronauten von der Bodenstation. Und was man auch unterschätzt, ich hatte noch nicht eine Diskussion mit jemand, der sagt, naja, dann sind die halt alle pleite, es gibt ja genug Menschen, die nachkommen, die können das auch machen. Da sage ich, nee, weil das weißt du genauso gut wie ich. Ich habe diesen Namen genannt, Günter Jeckler, da gibt es viele Leute, die machen das 40, 50 Jahre. Natürlich. Und das ist eine Frage von Erfahrung und eine Frage von, wie man mit den Künstlern auch umgeht. Die Künstler haben sich gewöhnt an diese Leute. Das ist ein Apparat, der funktioniert wie eine eingespielte Firma. Da kann man nicht einfach sagen, wenn ihr alle Platz seid, holen wir da irgendwelche Praktikanten oder laufen einmal durch die Stadt. Das ist so wie bei den Autorennen, diese Boxentechnik. Genau. Das ist so eingespielt, das muss alles Hand in Hand greifen. Ansonsten enthält die Bühnenshow peinliche Pausen, wenn es nicht in Hand in Hand geht. Und es sind auch, wie du ja auch weißt, die Guten sind bei fast allen. Du hast mit Günter Jeckle schon gearbeitet, unsere Crew geht mit Maffei auf Tour, dann sind sie wieder auch bei kleineren Acts. Also das ist ein überschaubarer Kreis, der sehr groß ist. Das heißt, was ich damit sagen will, wenn man diesen Bereich oder diese Menschen alleine lässt, dann wird Kultur oder beziehungsweise werden Konzerte auch in Zukunft nicht mehr so funktionieren, wie man das gewöhnt ist oder wie ihr das gewöhnt seid als Zuschauer. Und die haben eben ein, wirklich noch härteres Leben als wir, denn wir machen unsere eigenen Tourneen. Und wenn wir viel weg sind im Jahr, also wenn wir sehr viel weg sind, sage ich mal, über einen dicken Daumen, dann sind wir 100 Tage weg. Aber diese Techniker gehen dann gleich auf die nächste Tour, die sind manchmal 300 Tage von 365 weg und das ist ein hartes Leben und das, für diese Leute sollte man mehr tun. Ich glaube aber, dass wir das nur bis hierhin betreiben sollten, um nicht ganz unseren Hauptanlass des heutigen Abends aus den Augen zu verlieren. Lass mich noch eins sagen. Also mein Appell ist wirklich, es so schnell wie möglich aufzumachen, alles wieder. Und uns und letztlich auch euch eine Perspektive zu geben. Weil das ist nämlich auch so, stellt euch mal vor, ich würde heute ein Konzert ankündigen für Mai. Würde jemand eine Karte kaufen? Nein,
weil niemand weiß so richtig für sich, kommt das überhaupt, passiert das überhaupt, man hält sein Geld zusammen. Das heißt, die Politik muss am besten heute schon sagen oder morgen, wann es wieder losgeht und am besten ohne Einschränkungen. Wir machen die Sicherheitskonzepte, das können Veranstalter super und die Menschen in Deutschland sind mündig, das heißt, jeder kann für sich selber entscheiden, so wie er heute Abend hier sitzt oder Zug fährt oder sonst irgendwas auf eine Demo geht, ob er da hingeht oder nicht. Und damit bin ich jetzt auch zu Ende. Schönes Schlusswort für diesen zweiten Punkt. Nee, das ist jetzt der falsche. Weißt du, was mir heute einer geschrieben hat? Bea Restert hat gesagt, es sieht aus wie so ein Tatortfoto. Du siehst aus wie so ein Tatortkommissar. Vielleicht werden wir noch das neue Duo, K und K. Ich habe ja neulich meinen ersten Tatort gedreht, allerdings als Verdächtiger. Ah, okay. Als Sittenstrolch. Als Sittenstrolch, oh, ja. Okay. Also, kann ja noch kommen. Udo, der Film. Ich muss mal ganz naiv fragen, weil ich überhaupt kein Cineast bin. Ich bin leidenschaftlicher Leser und ich bin, wenn ich genug gelesen bin und müde gelesen habe, bin ich müde und bin ich fauler Fernsehgucker. Also ich warte immer, bis die Dinger irgendwann im Fernsehen kommen. Ich fange mal ganz unten an. Wie heißt der Film eigentlich? Lindenberg macht dein Ding. Lindenberg macht dein Ding. Mit zwei Ausrufezeichen. Okay. Also orientiert an der großen Hitsingle, die noch nicht allzu lang zurückliegt. Genau, der Comeback-Single praktisch, kann man schon sagen. An der richtigen Comeback-Single. Es gab zwar eine offizielle, aber das ist so die heimliche Hymne des Comebacks. Erste pauschale Frage. Wie viel hat der Film aus deiner Sicht mit der Wirklichkeit zu tun? Sehr viel. Also in mehrerlei Hinsicht. Also die Geschichten, die sind ja sowieso alle so ein bisschen bekannt. Aber es ist natürlich so, wie es immer ist. Man zieht dann tatsächlich da auch ein bisschen, wie Udo immer sagt, der Geschichte ein kleines Mäntelchen an. Aber die Personen, die auftauchen, die gab es alle. Die Locations, die da auftauchen, und das finde ich, ist das Großartige an diesem Film, die gab es auch alle. Und das ist sowas von authentisch gemacht. Also da ist Hermine Hundgeburt einfach eine fantastische Regisseurin, die es drauf hat. Diesen Wie heißt die? Hermine Hundgeburt. Hermine Hundgeburt. Ja, wir haben das auch sehr gelacht. Das klingt ja wie ein Liedertitel von Udo. Ja, stimmt, genau. Und Hermine heißt auch noch seine Mutter. Das passte dann irgendwie. Es passte zusammen. Und Regieassistent war, glaube ich, Rudi Ratlos. Ich bin mir... Ja, auf jeden Fall, sie hat das drauf, hat sie ja schon mit mehreren Filmen, Weiße Maasai und so, bewiesen, dass sie es drauf hat, wunderbar diese Settings, die Atmosphäre, die Geschichte, die Locations, wo das gespielt hat, zu machen. Und ich habe eine kleine Anekdote, ich habe einen völlig skeptischen Freund, das ist so einer, der kennt ihr bestimmt auch, mit dem geht ihr ins Kino und der achtet immer auf jeden Fehler. Da hängt ein Mikro, das war ein Auto, das gab es damals noch nicht. Der ist verzweifelt in dem Film. Und als letztes war er irgendwie bei der Armbanduhr des Managers gelandet und hat gesagt, ich gebe es auf, selbst die ist noch authentisch. Also, alles klar. Und ich persönlich kannte zum Beispiel jeden einzelnen Aufkleber noch aus meiner Jugend, der da in den Kneipen auftaucht, von Atomkraft, nein danke, bis zum HB-Männchen. Also, das ist alles sehr, sehr, sehr authentisch. Wie lange bist du jetzt konkret genau für Udo zuständig? Wie lange arbeitet ihr zusammen? Wir arbeiten relativ fest zusammen seit 96. Also praktisch, als ich hier mit Energy Sachsen aufgehört habe, parallel beim MDR gearbeitet habe, da haben wir schon angefangen, Projekte zu denken, uns anzufreunden. Das ist auch schon eine lange Zeit. Eine lange Zeit, ja. Und wie intensiv war deine Beschäftigung mit Udo vorher? Sie war intensiv, aber ich würde sagen, ich war jetzt nicht ein Fan, der einen Hut auf hatte. Aber ich fand, dass Udo Lindenberg immer jemand war, der ein Vorbild sein kann, weil er in diesen Zeiten damals, was ist auch 80er, wo ich groß geworden bin, jemand war, der einfach gesagt hat, was ist. Und ich kann für mich sagen, dass er zumindest über seine Person und seine Lieder deutlich zu meiner Politisierung beigetragen hat. Wie hat deiner Meinung nach Udo Lindenberg es geschafft, was ich auch nur vom Lesen her kenne, also ich entschuldige mich nochmal bei der Dame da hinten, wenn sie andere Erlebnisse hat, ich habe nur weitergegeben, was mir jemand erzählt hat. Ich habe gelesen, Udo Lindenberg hat es fertiggebracht, mit seiner Karriere bekannter zu werden als Helmut Kohl in diesem Land. In anderen Worten, quasi der bekannteste Mensch, den es gibt als Deutscher, lebender Deutscher. Wie hat er das geschafft? Wodurch? Was sind seine unfassbaren Stärken, die ihn also dann so weit hinausheben über jeden anderen Star? Also unabhängig von sehr, sehr vielen menschlichen Stärken, die er hat, die ich persönlich dann auch als Freund sehr schätze, ist er jemand, der tatsächlich auch sehr authentisch ist, also sich immer treu geblieben ist und ich beobachte seinen Umgang mit den Fans und ich glaube, das ist was, was ihm über Jahre, selbst in der Zeit, als er ganz, ganz unten war, die Basis gehalten hat, weil er immer freundlich ist zu Fans, weil es immer ehrlich gemeint ist.
Du hast, glaube ich, mal im Vorwort meines Buchs geschrieben, wenn er die Brille absetzt, offenbart sich ein Freund. Das fand ich eine wirklich wunderbare Formulierung. Denn Udo ist ein Mensch, wenn der mit dir spricht, hast du das Gefühl in diesem Moment, dass du der wichtigste Mensch bist der Welt. Und das ist eine Eigenschaft, die haben sehr, sehr wenige Menschen. Und die hat er sich, egal in welchem Zustand, immer bewahrt. Und der zweite Aspekt ist vielleicht der, dass er tatsächlich, ich will das jetzt mal nicht so hochhängen, aber über die Jahre vielleicht so eine Art moralische Instanz in diesem Land geworden ist. Also ich beobachte das so, dass Politiker zu ihm kommen und ihn bewundern, dass irgendwelche Industriekapitäne auf einmal in der Garderobe kleine Kinder waren. Oder auch unser Freund Sigmar Gabriel, der in die Garderobe kam, als er noch Außenminister war, nach einem Konzert völlig euphorisch und sagte, ich liebe dich, weil du kannst genau das sagen, was ich in meinem Amt nicht sagen darf. Ich erinnere mich an Fernsehinterviews. Es gibt ja immer wieder mal so Retro-Dokus über Udos lange Karriere, wo man ihn sieht als jungen Udo Mitte der 70er, als der Erfolg gerade so anfing, richtig Raum zu greifen, als er sogar noch so viele Haare hatte, dass er ohne Hut auftrat. Und da redete er bei Interviews ganz normal. So ganz normal im Tonfall, in der Artikulation, in der Aussprache und in allem. Warum hat sich Udo so verschanzt hinter einer Comicsprache, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer deutlicher geworden ist, zumindest wenn er öffentlich antwortet. Also ich will dir gerne glauben, dass das private Gespräch unter vier Augen anders abläuft. Aber wenn er öffentlich zu Wort gebeten wird und eine Kamera auf ihn gerichtet wird, dann hast du doch das Gefühl manchmal, dass er Udo-Parodisten parodiert. Ja, inzwischen spielt er damit auch ein bisschen. Wobei ich es nicht Comicsprache nennen würde, ich würde es Udo-Sprache nennen. Das ist diese ganz, ganz besondere Sprache. Und also es ist wirklich so im Privaten, natürlich ist es so, wie du sagst, wenn man ganz intensiv spricht, aber ich glaube, dann spricht jeder Mensch ein bisschen anders und ein bisschen deeper. Er spricht schon so auch privat. Also das ist schon, die ein oder andere Floskel ist raus, aber Udo ist immer Udo. Das ist so. So wie Otto immer Otto ist. Ja, das stimmt. Udo Lindenberg befand sich ja lange Zeit in einer Situation in Deutschland, die viele vielleicht gar nicht mehr kennen von den Jüngeren, nämlich in einer unfassbar privilegierten Position. Als er anfing, deutsche Rockmusik zu machen, da war das in Westdeutschland, in der alten BRD, etwas vollkommen Unübliches. Da gab es den Schlager, da gab es die ehrenwerte Liedermacherei, also das Chanson mit deutschem Text, und dann gab es, ja, Politkabarett à la Flo de Cologne oder die sehr unterschätzte Band, ihre Kinder aus Nürnberg, die aber nie richtig nach vorne kam. Ansonsten gab es Udo und Punkt. Allein auf weiter Flur. Das hat sich ja erst geändert, Jahrzehntwende 70er, 80er, als die neue deutsche Welle kam. Was glaubst du oder weißt du es oder hast du es erlebt, damals wahrgenommen als Hörer, als Journalist, als Musikfreund, wie ist Udo damit umgegangen? Fand er das bedrohlich, dass seine privilegierte Alleinstellungsmerkmale nun weg waren? Oder fand er das irgendwie logisch? Es wurde jetzt Zeit. Und wie hat er das wahrgenommen? Na, er hat mir mal erzählt, dass er das schon als positiv wahrgenommen hat, dass er offensichtlich auch Menschen ermutigt hat, in ihrer eigenen Sprache Rockmusik zu machen. Es gab, wie hast du ja gesagt, ihre Kinder und es gab Rio Reiser und so. Das war aber alles sehr politisch. Und das Ding bei Udo war ja, dass mit so ein bisschen populärem Kick und lustigen Texten und trotzdem irgendwie Message. Nee, er hat sich eigentlich immer gefreut, dass das Menschen nachmachen. Das Einzige, was er mir erzählt hat, war, als Nina Hagen auftauchte. Das war für ihn so erfrischend, dass er dachte, oh, da kratzt jetzt aber jemand an meinem Thron. Sagt aber heute noch, das habe ihn angespornt, noch mehr zu machen. Und du weißt, Nina Hagen und Udo Lindenberg sind heute gute Freunde. Ja, es haben ja dann auch einige Leute an seinem Thron gekratzt, wenn man sich dann die Karrieren von Grönemeyer, von Westernhagen ansieht. Und natürlich auch immer Maffay im Hintergrund, der, ja, wie soll man das beschreiben, immer Freund-Rivale in einem Wort? Erst Rivale, heute Freund. So würde ich das sagen. Heute ist es eine Einheit. Ich glaube, also Peter hat immer sehr auf Udo geschaut, ne? Peter war immer großer Udo-Fan. Und auch wenn du Peter in Interviews hörst, ja klar, ich meine, damals Peter, wie hat er angefangen? Mit Schlagern. Und Udo war
der Rocker und auf einmal wurde Peter auch ein Rocker mit derselben Band. Also es war schon immer irgendwie auch eine Familie und eine Art, ja, Inspiration vielleicht. Wobei ich dann doch finde, dass beide in der Musik sehr unterschiedlich sind, obwohl uns heute immer auffällt, dass das Publikum doch schon fast zu 80% ähnlich ist. Das liegt vielleicht daran, dass die Bands ja auch fast gleich sind. Mag sein. Was denkst du, wie hat Udo die 90er erlebt, also die Hochzeit von Techno? Da kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, da waren viele von uns doch sehr deprimiert, weil sie das Gefühl hatten, jetzt werden Sänger bald gar nicht mehr gebraucht. Ich zitiere Udo, 90er habe ich vergessen. Nein. Kann man nachvollziehen. Ich glaube, die 90er Jahre, das war natürlich, Techno war ein Bruch. Das war aber für euch alle so, glaube ich. Ja, natürlich. Das war eine Welle. Ich weiß, dass du auch im Radio, selbst im Radio hat man, im Formatradio, wo ich ja gearbeitet habe, hat man auf einmal diese gängigen Techno-Titel gespielt. Die gab es ja auch. Ja. Die dann in diesen Eurodance überging. Deutsche Musik spielte keine Rolle mehr. Ich glaube, er war in einem ganz schönen Loch, ohne zu viel zu sagen, aus dem er sich ja dann Gott sei Dank wieder rausgeschaufelt hat. Und die Tatsache, dass das 2008 wieder richtig aufgegangen ist, zeigt ja auch, dass die Menschen und die Anerkennung trotz aller Technos und irgendwelchen versunkenen Popstars immer noch da waren. Also dass auch das Bedürfnis, Stimmen zu hören oder Sänger wie euch, was ich vorhin so schön gesagt habe, Backstage, weil Heinz Rudolf Kunze und Udo Lindenberg sind für mich Leute, die Musik machen für Menschen, die noch was zwischen den Ohren haben. Das ist ja nun alles sehr, sehr selten geworden heutzutage. Und deshalb war es eigentlich logisch, dass es irgendwann zurückkommt. Techno war nie wirklich gefährlich, vielleicht subjektiv empfunden für jemanden. Wenn man so mal die Karrieren sieht auf der obersten Ebene, in der Chefetage, so von Grönemeyer, Maffay, das ging ja relativ konstant gut. Maffay irgendwie und Grönemeyer waren immer da, seitdem sie oben waren. Und da kann man, ja, kleine Schwankungen erkennen, aber keine Berg- und Talfahrt. Wie kam es bei Udo zu dieser spektakulären Neugeburt? Was waren da die entscheidenden Faktoren, dass er nach einer Zeit, wo er wirklich ja nicht mehr stark wahrgenommen wurde, wo viele ihn für passé hielten, nochmal so extrem auffällig durchstarten konnte? Also der Wunsch war schon da, Anfang der Nullerjahre. Es gab ja 2003 diese Riesentour, 30 Jahre Panikorchester, Aufmarsch der Giganten, wo wir 1000 Gäste dabei hatten und Ben Becker auf der Bühne stand, Olivia Jones, Eric Burdon nochmal um die Ecke kam. Das war, und da kommt auch wieder die Treue der Fans, da haben wir so intern gedacht, oh Mann, ob das aufgeht, nach nochmal Riesenhallen zu machen oder so. Die Hallen waren voll. Und es war so der erste Kick, den er so hatte und dachte, da geht ja noch was. Und aus meiner Sicht war der Auslöser, dass er wirklich gesagt hat, ich starte nochmal richtig durch, eine Veranstaltung des WDR 2006, das war die 1 Live Krone, wo er den 344.000. Preis für sein Lebenswerk bekommen sollte oder bekommen hat. Und bei dieser Veranstaltung, als es den Preis gab, stand die gesamte deutsche Musikszene auf. Von jungen Künstlern bis alten Künstlern, von allen Leuten im Background und haben applaudiert, Standing Ovations. Und spontan gab es eine Nummer mit Jan Delay und mit Silbermond. Und da hat er für sich gemerkt, da geht was. Und da muss man dazu sagen, er hat auch einen wunderbaren Produzenten getroffen, der zu ihm gesagt hat, ich gehe das Wagnis ein, mit Udo Lindenberg eine Platte zu produzieren. Das kann man auch durchaus erzählen. Udos Plattenproduktionen früher waren riesengigantische Partys, wo dann eben, was ich vorhin erzählt habe, das Volk auch nochmal was sagen durfte. Und das ist für einen Produzenten natürlich mitunter keine tolle Arbeit, wenn jeder mit reinigt. Andreas Herbig hat zu ihm gesagt, ich mache das, ich möchte aber den alten Udo haben und ich möchte auch keine Entourage im Studio. Ich möchte, dass wir einfach arbeiten am puren Rock'n'Roll. Und ich glaube, so gut wie ich Udo kenne, Udo hat dann auch den Spaß zurückbekommen an der Musik, an der Studioarbeit. Du weißt selber, wenn man so lange im Geschäft ist, hat man irgendwann auch mal einen Hänger. Geht dir wahrscheinlich nicht anders. Schon wieder ins Studio. Aber das hat eben den Bock und den Spaß an der Musik zurückgegeben. Und dass es so aufgeht, hätten wir alle nicht gedacht. Ich kann das allerdings gut verstehen, dass man das Studio zur Party machen möchte. Denn es gibt kaum etwas Abstrakteres und Nüchterneres als Studioarbeit. Du sollst da große Gefühle erzeugen. Aber es klatscht keiner. Ja? Du singst eine leere Wand an oder einen Lautsprecher oder eine Glasscheibe, hinter der ein Toningenieur sitzt. Und die Emotionen musst du dir selber holen und es gibt sie dir keiner. Deswegen das Bedürfnis, daraus eine Party zu machen, ist verständlich, wenn auch nicht gerade arbeitsfördernd, das ist wohl wahr. Ja, fällt dir noch was ein oder wollen wir die Leute auf den Film loslassen? Also
Was gehört noch zum Bild von Udo, was du gerne sagen würdest? Also ich würde vielleicht noch sagen, dass wir eine Tour absagen mussten, was für uns alle sehr, sehr traurig ist. Wir wären heute in Wien gewesen. Diese Touren mit Udo Lindenberg sind immer fantastisch, weil Udo inzwischen auch jemand ist, der sehr viel Pause hat. Das heißt, es ist auch für die Leute in der Peripherie und wahrscheinlich auch für die Fans, die dann, ich habe zwei vorne sitzen, die werden, ihr werdet in Wien gewesen heute, oder? Das heißt, die Menschen machen auch bei Udo immer eine Woche Urlaub und ich wünsche mir sehr, sehr, dass es weitergeht. Und ich habe auch vor zwei Tagen mit Udo gesprochen und es wird auch weitergehen. Bloß, hier dreht sich der Kreis. Wir müssen alle wissen, wann und unter welchen Voraussetzungen können wir Stadionshows machen, können wir Arena-Shows machen, sehen Udo Lindenberg-Konzerte demnächst aus wie hier mit solchen Zweiersitzen. All das muss die Politik erstmal beantworten und dann können wir Antworten geben. Naja, und vor allen Dingen, du hast es vorhin angedeutet, es nähert sich bei Udo unaufhaltsam, aber erfreulich ein wieder spektakulärer Geburtstag, der 75. Und dazu wünschen wir beide ihm jetzt mal hier von dieser Stelle von Herzen viel Glück und möglichst volle Schauplätze, auf denen er seine Musik darbieten kann. Ich habe im Übrigen den Mitgliedsantrag dabei, den hat er mir mitgegeben. Du sollst auch Mitglied werden im Club der 100-Jährigen. Ja? Also das. Okay, akzeptiert. Das ist gut. Ja, Arno, dann danke ich dir und wünsche euch noch möglichst viel Sonne, möglichst wenig Regentropfen. Ich sehe da schon die ersten besorgten Cape-Träger. Und hoffe, dass wir uns bald bei erfreulichen Anlässen mit mehr Krach und mehr Menschen wiedersehen und wünsche euch viel Spaß bei dem Legendenfilm Udo macht dein Ding. Wenn ich da noch eine Sache zu sagen darf, das Film hätte auch eine Parodie werden können, aber man muss da einen Mann abseits von der Regisseurin sehr loben, das ist der Hauptdarsteller Jan Bülow, der aus diesem Film sein eigenes Ding gemacht hat, das werdet ihr gleich sehen. Also, und der Mensch ist so eigen irgendwie, aber mir ging das nach dem vierten Mal gucken so, dass ich vergessen habe, dass es Jan Bülow ist. Das war auf einmal Udo, obwohl er gar nicht so spricht. Also viel Spaß. Viel Spaß.